Hi, heute gibt es noch was Fischiges und zwar die hier. Das sind Saltimbocca vom Seeteufel und wie ich die auf dem Grill gemacht habe, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Seeteufel-Saltimbocca brauchen werde. Stefan, heute ist dein großer Tag. Mein Zuschauer Stefan nervt mich quasi seit über 2 Jahren. Damit, Jörn, mach doch mal was mit Seeteufel. Heute ist es endlich soweit. Also, ich habe Seeteufelfilets besorgt, denn so ein Seeteufel auseinanderzunehmen, das ist gar nicht so ein großer Spaß. Googelt das gerne mal. So ein Seeteufel sieht erstens nicht so appetitlich aus. Zweitens ist es ein Riesenakt, den auseinanderzunehmen und hat in der Mitte so eine riesengroße Gräte. Jörn ist ein Filetkind, also haben wir Filets besorgt. Wir haben hier also einmal den Seeteufel, dann habe ich Salbei, Parmaschinken, etwas Honig sowie mein SPG Plus. Das sind alle Zutaten, die ich brauche. Als Hilfsmittel benötige ich Spieße und dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Und zwar ist folgendermaßen, ich nehme mir hier die Seeteufelfilets und schneide mir die jetzt in Stücke. Diese werden jetzt einfach nur gepfeffert und gesalzen. Dafür verwende ich mein SPG Plus, Salt, Pepper, Garlic, ein klein wenig Rohrzucker. Geben wir einfach ein bisschen was drüber. Müssen die nicht komplett damit überziehen. Einfach nur von einer Seite würzen, reicht vollkommen aus. Dann habe ich jetzt hier etwas Honig. Und da gebe ich jetzt auf jede Seite von dem Seeteufel so ein klein wenig Honig drauf. Das ist zum einen nicht nur die Süße, zum anderen sorgt das auch dafür, dass gleich das Salbeiblatt besser anhaften bleibt. Zum Salbei kommen wir jetzt. Da reicht ein halbes Blatt vollkommen aus. Einfach gerade abzupfen und auf den Fisch legen. Im Hintergrund heizt sich übrigens gerade eben mein Gasgrill vor. Da werden wir das Ganze gleich drauf zubereiten. Da werden die Spieße einfach eingehangen. Und ab geht die wilde Fahrt. So, Salbei ist drauf. Jetzt habe ich hier meinen Parmaschinken. Da nehme ich mir jetzt jeweils eine Scheibe, setze den Fisch da rein und schlage ihn in den Schinken ein. So, wenn ich dann so ein Päckchen habe, wird das Ganze jetzt auf einem Spieß fixiert. Bereite die anderen gerade vor und dann geht's weiter. So, die Saltimbocca sind fertig vorbereitet, sehen hervorragend aus und wandern jetzt auf den Grill. So, den Grill habe ich mir auf gut 200 Grad vorgeheizt und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr so einen Spieß in den Grill stecken könnt. Also einmal so. Wäre eine Möglichkeit, aber ich habe ja hier den Backburner und er hat hier hinten diese Gitter, da kann ich reingehen und den Spieß einfach so reinhängen. Da hängen jetzt die Spieße. Wunderbar. Jetzt machen wir den Deckel zu. Hitze unter den Spießen. Kleinste Stufe reicht vollkommen aus. Und dann machen wir jetzt mal den Deckel zu. So, 5 Minuten später werden die Saltimbocca einmal kurz gedreht. Es riecht schon richtig gut und lange brauchen die nicht mehr. Also Deckel wieder zu, weiter geht's. So, gute 10 Minuten später sind meine Seeteufel-Saltimbocca fertig. Die kommen jetzt runter vom Grill und ich ziehe sie direkt vom Spieß auf den Teller. Und wie ihr hört, der Spieß ist heiß. Und die sehen wirklich hervorragend aus. So, jetzt der große Moment gekommen, das Ganze auch mal zu probieren. Wir schneiden einfach mal so einen Saltimbocca an. Fisch innen drin, noch schön glasig und dann würde ich mal sagen, sehr zum Wohl. Also es ist eine richtig leckere Geschichte, der Seeteufel zusammen eben mit dem Parmaschinken, dann habt ihr die Süße von dem Honig und dann eben noch eben diesen Salbei so ganz leicht im Hintergrund. Das ist eine super leckere Geschichte, eignet sich wirklich gut als Vorspeise, ihr könnt ja vielleicht noch einen Salat mit zugeben. Als Hauptspeise
Ja, weiß ich nicht, da bräuchtet ihr wahrscheinlich so einen ganzen Spieß für euch alleine. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ihr mal ausprobieren solltet. Seeteufel bekommt ihr beim Fischhändler des Vertrauens. Ich habe sie jetzt hier, wie gesagt, aus der Metro besorgt. Schaut einfach, wo ihr das bekommen könnt und macht das gerne mal nach. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals, dann könnt ihr das gerne unten auf kostenfreie Ehrenkeller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da gerne rum. Da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.